Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video über die sogenannten Forex-Optionen bei IQ Option. Diese Optionsabart ist jetzt seit ein paar Tagen für europäische Trader verfügbar. Die Forex-Optionen haben ein paar Besonderheiten. Zum einen ist der Gewinn nicht komplett festgelegt, aber ist also nicht von vornherein, das sind 80% oder 100% oder wie auch immer. Der zweite Punkt ist, dass der Verlust auch nicht 100% festgelegt ist. Man kann aber nicht mehr als 100% verlieren. Außerdem haben Forex-Optionen auch eine Auslaufzeit, wie man hier oben sieht. Und wenigstens erstmal kann man die immer nur vollen Stunde handeln. Also die laufen immer zur nächsten vollen Stunde aus. Wir haben jetzt kurz vor 11, 6 Minuten. Daher kann ich jetzt keine handeln momentan. Wie man hier sieht, hat man hier verschiedene Strike-Level, die man wählen kann. Und hat hier neben den roten und den grünen Balken. Wenn ich zum Beispiel dieses Level wähle und gehe auf eine Put-Option, dann sieht man hier, wo das Grün anfängt. Ab da wäre ich dann im Gewinn. Wenn sich also der Preis nach unten bewegt und über diese 4%-Stelle drüber kommt, ab da habe ich dann hier oben Gewinn. Wenn er sich im Roten befindet, dann ist es Verlust. Hier an der Stelle wäre es jetzt 100% Verlust. Hier nur noch 50% und so weiter. Wenn man eine Call-Option auf den Call-Button geht, dann sieht man, dass es hier anders dann aussieht. Und man sieht hier auch sehr schön, dass man beim Verlust nur bis 100% gehen kann unten. Oben geht es allerdings dann weiter über 100 drüber hinaus. Die Prozent sind abhängig vom Preis, wo sich der Preis befindet. Außerdem von der Auslaufzeit, die noch übrig ist. Zusätzlich zu diesem ganzen Prinzip kann man die Option oder die Forex-Option auch jederzeit beenden, indem ich hier auf Verkaufen klicke. Damit wird dann hier mein Verlust in dem Fall realisiert. Das geht auch jederzeit. Dadurch, dass die immer nur zur festen Stunde ausläuft, macht es natürlich Sinn, möglichst früh zu handeln, letzten Endes. Zum einen ist eine große Bewegung gleichbedeutend mit einem größeren Gewinn. Zum zweiten hat man mehr Zeit, dass er sich in die richtige Richtung bewegt. Und wenn er sich vorzeitig in die richtige Richtung bewegt, kann man es auch beenden. Dazu ist es natürlich erforderlich, dass man so im Auge behält und die Charts im Auge behält. Ich mache jetzt eine kurze Pause bis zum Anfang der nächsten Stunde und dann schauen wir, ob wir was dran lernen können. So, die Stunde ist jetzt vorbei. Ich habe den Chart unterdessen auf 10 Minuten eingestellt. Vorher waren es 2 Minuten. Aber 10, 15 Minuten macht sehr viel mehr Sinn. Dann habe ich hier immer noch meine Trendlinie. Ne? So. So, der Preis ist jetzt an der Trendlinie. Die volle Stunde ist um. Hier oben sieht man, es sind 58 Minuten Zeit. Gucke ich mal, was man hier am besten für Level wählt. Hier hätten wir wenig Gewinn. Protestanz meine ich. Hier hätten wir schon mehr. Ja. Also die Frage, ob man eine sicherere Option handeln will oder eine für höhere Gewinne. Ich handle jetzt mal 30 US-Dollar. Hier oben ist, hier unten ist mein Einstieg. Und das Level muss ich überschreiten, um Gewinn zu machen. Da ich hier von einem Aufwärtstrend ausgehe, sollte das hoffentlich passieren. Insgesamt finde ich die Forex-Optionen durchaus eine interessante Sache. Ob die sinnvoller sind als CFD oder Forex-Handel, bin ich mir nicht ganz sicher. Sie sind einfacher zu verstehen, würde ich sagen. Und von der Berechnung her vielleicht ein bisschen einfacher. Wobei Forex auch kein Hexenwerk ist. Also, ich würde jedem dazu raten, das vielleicht mal auszuprobieren, wenn er Interesse hat. Und wenn er eine Alternative zu binären Optionen sucht. Wenn sie ihm nicht gefallen, dann sollte er nochmal Forex ausprobieren und CFD. Hier hat man, bei Forex hat man durch die fehlende Zeitbegrenzung ein bisschen mehr Möglichkeiten und ein bisschen
ist ein bisschen variabler insgesamt. So. Ich mache jetzt eine Pause, bis der Trade ausgelaufen ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das ist jetzt etwa circa eine Dreiviertelstunde später. Hier oben sieht man die zu erwartende Rendite, wenn die Option jetzt beendet werden würde. Hier sieht man den Gewinn oder Verlust, wenn ich jetzt verkaufen würde. Ja, und hier die Linie, das ist der Auslaufzeitpunkt, 12 Uhr. Das sind noch 12 Minuten in dem Fall. Bisher sieht es ganz gut aus. Erst ist es ins Minus gelaufen, recht weit. Aber wie erwartet, ist es jetzt in Trendrichtung umgedreht. Ich mache jetzt noch eine kurze Pause, bis kurz vor Auslauf der Forex-Option. So, wir sind jetzt in der letzten Kerze der Forex-Option. Wenn die beendet wird, läuft auch die Option aus. Man sieht, der Gewinn beim Verkauf ist hochgegangen im Grunde, also der Verlust ist geringer geworden. Ich bin auch immer noch schön im Plus, bei 32% hier gerade, 34. Ich fasse die Forex-Option nochmal kurz zusammen. Also, es ist eine zeitlich abhängige Option auf Währungspaare. Läuft immer zur vollen Stunde aus. Die nächste dann also um 13 Uhr. Man hat verschiedene Strike-Level, die den Einstiegspunkt eigentlich bestimmen. Wir haben anhand des Balkens hier, können wir bestimmen, ab wann wie viel Gewinn eintritt. Hier sieht man zum Beispiel, wenn ich auf dem Level jetzt eine Put-Option handle, wäre ich hier recht schnell bei 300%. Bei einer Call-Option bin ich erst bei 17, 18, 19, 100% da oben. Also sieht man einen starken Unterschied. Hier 4100%. Das Level ist allerdings auch ganz stark vom Preis abhängig, von der Auslaufzeit und vom Preis. Also wenn sich der Preis ändert und wenn sich die Zeit ändert, ändert sich das Level auch. Man kann die vorher beenden, allerdings zu einem etwas anderen Kurs. Wenn sie weit im Gewinn ist, macht man damit auch Gewinn. Und insgesamt kann man maximal 100% verlieren, kann aber einen großen, sehr viel mehr gewinnen, wenn es gut läuft. Ich würde den Chart auf 10, 15 Minuten einstellen. Außerdem würde ich Price Action handeln mit Trendlinien, Fibonacci und so weiter. Das hat sich für mich als relativ erfolgreich herausgestellt. Noch einen kleinen Tipp, wer einen Signalgeber haben will, der ihm Bescheid sagt, wenn er aussteigen könnte, sollte, der kann parallel den MetaTrader laufen lassen und kann sich dafür entweder einen Signalgeber selber basteln, dazu findet man einen Link im Video, oder aber man kann meinen Signalgeber benutzen zum Beispiel und sich den einstellen. Warten wir nochmal ab, wie die Option hier ausläuft. So, das ist jetzt circa eine Minute vor Ablauf der Option. Momentan bin ich bei 47% im Gewinn. 48. Das entspricht momentan 15 US-Dollar circa. 14, 15 US-Dollar. Wie gesagt, ich bin hier eingestiegen. Hab dieses Optionslevel gewählt. Wer mehr über Optionshandel bzw. Forex und CFD wissen will, der findet einige Videos auf meinem Kanal dazu. Außerdem findet man unten einen Link zu meiner Webseite. Dort findet man auch noch einige Artikel, Templates und vieles mehr. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über Ihr Like und das Teilen mit Ihren Freunden. Und sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie mir einfach ein kurzes Kommentar. Ansonsten finden Sie, wie gesagt, mehrere Videos noch in meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.